Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, psychischen Erkrankungen haben es nicht immer leicht in der Gesellschaft, weil es halt immer noch so als keine Krankheit, keine Behinderung angesehen wird. Weil in vielen Köpfen halt diese Art Behinderung nicht von Geburt an ist. Aber auch Leute mit Sehbehinderung oder Blindheit können von heute auf morgen blind werden. Ja? So ist es auch mit Depressionen oder Borderline, Schizophrenie. Das kommt irgendwann, aber wenn man das nicht will, es ist halt da. Und man hat dann auch so Schübe, Episoden, und in dem Zustand befinde ich mich irgendwie seit gestern. Es geht verdammt alles schwer bei mir. Die Arme tun weh, die Beine tun weh. Jeder Schritt ist eine Qual. In so Phasen. Aber wir suchen uns das nicht selbst heraus, wie das viele immer meinen. Und nein, es gibt auch nicht immer nur Hilfe. Ja, es gibt Erkrankungen, die sind halt nicht mehr heilbar. Kann man mit bestimmten Sachen lindern, aber manchmal nicht mehr heilen. Ja, und viele meinen das natürlich, geh zum Arzt, geh zum Therapeut, der heilt dich. Es gibt verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen, die sind halt nicht mehr wegzukriegen. Ja, und wenn Laufen zur Qual wird, wenn die Arme weh tun, der Kopf ein innerlicher Druck ist, und viele meinen es wieder ist Corona. Nein, es ist kein Corona. Ja, es ist nicht immer alles nur Covid-19. Und man traut sich es recht als psychisch Erkrankte ja gar nichts mehr zu sagen, dass man dies und das hat, weil jeder meint gleich, man hat die Pandemie. Ja, aber Depression hat nicht unbedingt was mit Pandemie zu tun. Viele Menschen vor dem Ganzen, die psychisch krank waren, für die ist das ein Faustschlag ins Gesicht. Ja, man kriegt keinen Therapeutenplatz, man kommt einfach in die Klinik, man ist ein Therapeut. Ja, aber wenn auf einmal nichts mehr geht, nichts mehr, man vom Stuhl nicht mehr aufstehen kann, wenn man nicht mehr aus der Straßenbahn rauskommt oder nur auf allen Vieren, ja, dann ist das nicht schön. Dann ist es aber auch keine Einbildung. Das ist hart. Wenn man irgendwie durch den ganzen Körper so hat, Muskelkater hat. Ja? Man ist 2, 3, 4 Marathons gelaufen. Ja? Aber das ist die Art der Erkrankung. Die ist aber nicht, manchmal geht sie gar nicht mehr weg. Und bei mir, ich habe das Zeug seit 12 Jahren. Nicht, weil ich das will, weil es einfach da ist. Und es Depressionen. Es gibt nicht nur die Depression. Es gibt so viele Arten von psychischen Erkrankungen. Und ich glaube, es gibt sogar vielleicht noch mehr. Und die Ärzte und Therapeuten wissen das gar nicht, dass es sie gibt. Ja, ist ja alles möglich. Bei vielen kann man nicht sehen, dass jemand fertig ist. Bei mir die letzte Zeit schon. Ich kriege viele Nachrichten. Dafür danke ich mich erstmal herzlich. Aber jeder sagt, ich sehe schlecht aus. Ja, zur Zeit geht es mir auch nicht gerade gut. Ja, klar, ich gehe jeden Tag raus, bei Einkaufen muss ich jeden Tag, weil sonst käme ich gar nicht aus dem Haus. Ich laufe auch viel durch Städte rum oder mal am Rhein und Neckar vorbei. Das ist aber auch kein Ponyhof. Danach bin ich auch fertig. Aber diese Woche ist es ziemlich heftig. Ja, wo es verdammt schwierig ist. Und mir gehen auch so viele Gedanken durch den Kopf und ja, aber zur Ergotherapie muss ich, zu Ärzten muss man halt auch. Ja, das kann man einfach nicht immer wegschieben, weil das gibt es ja dies und das nicht mehr. Oder es ist schon schwer, Ergotherapie zu kriegen. Vom Psychotherapie reden wir jetzt gar nicht, weil das ist ein Sechser am Lotto heutzutage.
Aber auch ich bin manchmal verzweifelt. Warum habe ich diese Probleme wieder? Warum ist das wieder da? Ja, und nicht, weil irgendjemand sagt, du bildest dir das ein, du siehst nicht krank aus. Ich habe Jahre darauf gehört. Du siehst nicht krank aus, du musst kämpfen, du musst kämpfen, du musst kämpfen, du musst kämpfen. Ja, wir wissen, wie man kämpft. Nur irgendwann können wir nicht mehr kämpfen. Irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann muss man sich halt eins gestehen, dass diese Krankheit bleibt und nicht mehr weggeht. Und das ist schwer. Aber wenn dann halt noch so eine Art Muskelkaterartig was kommt, wo man nicht mehr weiß, welcher Tag ist, wo man nicht mehr weiß, wie komme ich jetzt aus dem Haus? Das ist kein Ponyhof und diese Krankheit ist keine schöne. Keine Krankheit ist schön, keine Behinderung ist schön und niemand von uns sucht sich das selbst heraus, auch wenn es viele meinen. Ja, es gibt so viele Menschen, die psychisch krank sind und nicht, weil sie das wollen, weil diese Krankheit irgendwann kommt. Ich glaube, dass die uns vielleicht in die Wiege schon gelegt wurde. Wer weiß? Ich glaube, das weiß niemand. Weiß nicht mal wunderbare Ärzte. Diese Krankheit ist halt da. Sie ist nicht schön. Und bei vielen tut sie irgendwann. Bei vielen gehen es manchmal die Gedanken. Man steht auf einer Brücke und denkt, was wäre, wenn? Wenn man so Gedanken hat, sollte man sofort zum Arzt gehen, zum Therapeuten, sofort was unternehmen, wenn man nicht weiß immer, wie man damit umgehen soll. Auch ich persönlich habe auch so Gedanken. Da habe ich ja was Notfallmäßiges zu Hause immer, aber es ist nicht einfach. Und nicht einfach sich einzugestehen, dass man jetzt zum Arzt muss. Weil viel ist das ein Tabuthema zum Neurologen, zum Psychiater, zum Psychologen und Psychologin und zu gehen. Oder damit mit einem Hausarzt darüber zu sprechen, ja. Weil auf einmal man nicht denken kann, reden fällt schwer, man ist fix und alle, man weint auf einmal. Das sind alles so Sachen, die man nicht jedem erzählen will oder kann. Aber manchmal ist es besser so, es rauszulassen, weil das tut vielleicht einmal gut. Aber es ist schwer. Es ist schwer, sich zu öffnen. Auch wenn das nicht jeder glaubt bei mir, auch ich habe meine Probleme damit, immer so sagen, wie ich, was ich gerade fühle, wie ich fühle, wie es in mir drin aussieht, kann ich auch nicht immer deuten. Aber ich hoffe, jeden Samstag es damit zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ja? Es ist eine Krankheit, die suchen wir uns alle nicht selbst raus, aber wir alle haben gelernt, auch wenn es manchmal schwer fällt, einigermaßen zu kämpfen, auch wenn es Tage gibt, wo wir nicht mehr kämpfen können, wo es nicht mehr geht, zu kämpfen, wo man am liebsten aufgeben würde. Aber aufgeben ist keine Alternative, weil diese Krankheit tut uns jeden Tag in die Knie zwingen. Sie ist jeden Tag eine neue Herausforderung. So, ich hoffe, ich konnte das Thema wieder nahebringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Ciao, ciao.